Hallo und recht herzlich willkommen zurück zu F1 2020. Joa, Sponsoren verwalten. Wir müssen da ein bisschen was Neues raushauen. Und da geht es auf jeden Fall um wöchentliches Einkommen. Zanzare mindestens einen Podiumsplatz. Die haben wir schon. Charge verdiene. Nee. Nope. Jupp. Xenon Dynamics ist an Bord. Mal überlegen. Drei Nazi-Punkte. Das ist zweiter und dritter werden mindestens. Das ist eigentlich auch machbar. Nehmen wir Echo neu mit dazu. Und Kompass, nee, Neon. Willkommen. Jawohl, das sind unsere neuen Sponsoren. Und wir haben eigentlich, warte mal kurz. Ja, das dauert noch ein bisschen. Na, ein Rennen fahren wir noch, und dann sind wir genau zum Dreierrhythmus drin. Und dann haben wir Saisonergebnisse, genau, dann haben wir im nächsten Setup Österreich, Großbritannien, Italien, Singapur, Russland, Japan. Genau. Ja, wir müssen schauen, dass die WM so bis Singapur eigentlich entschieden ist. Mehr oder weniger. Ja, das können wir aber schaffen. Das können wir durchaus schaffen. Genau. Gut, dann Aktivitätenplanung. Ressourcenpunkte nehmen wir mit. Podiumsplatzparty. Sponsoren, Eventveranstaltung, passt. So. Ja, hoher Kontoschein ist schön und gut. Aber wir können doch nicht einfach mal so sagen, so hier, geh mal Money aus, weißt du? So einfach geht das nicht. Bei 9 Millionen Qualitätskontrolle. Ja, die können wir schon machen. Die 9 Millionen können wir schon mal rausbuttern. Aber ansonsten ist mir der restliche Shit relativ teuer, wenn ich mir das anschaue. 12 Millionen hier. Was kostet denn Vettel aktuell, wenn ich sagen will, ich möchte den haben? 21 Millionen, siehst du? Das ist nämlich nicht billig. Ja, andererseits muss ich sagen, eigentlich muss es schon gehen. Qualitätskontrolle. Hauen wir den auch noch raus. So. Weiter geht's. Mit 1000 Punkten kommen wir halt nicht weit. Überspringen und weiter. Das sind 1900 Punkte und da können wir jetzt F&E-mäßig wieder was machen. Da haben wir schon zu wenig Ressourcenpunkte. Da haben wir auch schon zu wenig Ressourcenpunkte. Da auch. Da aber nicht. Genau. Dann machen wir die doch. Passt. Motor-Update. Schauen wir mal, wie sich das Ganze entwickelt. In den Vertagen bis vor Frankreich jetzt, was da noch fertig wird von den Teams. Nicht so viel, oder? Welche Veränderungen? Ne, sehen wir da noch nicht. Müssen wir ins Rennwochenende reingehen. Circuit Paul Ricard. Auf geht's nach Frankreich. Zum ersten Mal fahren wir auf französischem Boden. So, schauen wir mal nach, was sich in der F&E-Abteilung verändert hat, bevor wir schauen, was Sache ist. McLaren, Renault, warte mal. McLaren vorbei an Renault. Haas holt sich einen Vorsprung gegenüber Alfa Romeo und Renault und McLaren springen an Scuderia Alfa Tauri Honda vorbei. Okay, na gut, dann wissen wir das schon mal. Nachrichten. Wettervorhersage bewölkt und sonnig. Ja, passt ja. Dann würde ich sagen, ab geht's.
Training Nummer 1. So, schauen wir mal, wie der Kurs so ist. Nicolas Latifi. Streckenakklimatisierung. Ich bin hier noch nicht gefahren. Tatsächlich. Wird es vielleicht Zeit, dass wir das machen, oder? So, beziehungsweise doch, also wir sind schon hier gefahren, aber noch nicht in F1 2020. Das Einzige, was ich an dem Kurs noch nie mochte, war tatsächlich dieses dauerhafte, wie soll ich sagen, du hast kein Kiesbett, du hast kein Gras auf der Strecke, sondern es ist halt alles in diese Auslaufzone. Das fand ich halt immer ein bisschen ätzend. Ich fand, das hat es aber die Spannung ein bisschen rausgenommen, weil normal, wenn du Fehler machst, zahlst du dafür und hier zahlst du nicht dafür. Sondern hier ist es halt, ja, du machst einen Fehler und okay, du hast einen Fehler gemacht, so, weißt du? Ich muss auf jeden Fall zwei Runden fahren. Dass wir hier den Kurs kennen. Ich kenne den Kurs eigentlich schon, so ist es nicht. Die Strecke nicht verlassen darf. So, jetzt kommt dann vorne diese bescheuerte Schikane. Genau, voll raus beschleunigen. Hast du schon, dass du da rüber kommst? Wollte gerade sagen, hier kannst du voll fahren. Mal alle voll zu fahren. Ob das jetzt richtig ist oder nicht. Hätte man vielleicht anbremsen sollen vor der Kurve. Oh. Wertet er uns als nicht gegeben. Na gut, zweiter Versuch. Aber wir haben 400 Punkte, oder? Ah, ne. 445 drauf. Der Kurs ist tatsächlich besser zu fahren, als ich ihn in Erinnerung hatte. Gefallen tut mir trotzdem nicht. Wir kaufen grün diesmal. Das reicht uns auch dann auch trotzdem nicht. Auch wenn wir jetzt hier alles auf grün haben. Na, die Franzosen im Fahrerfeld sollte der Kurs halt freuen. Und vor allem Renault als Heimstrecke. Das kriegen wir alle. 410 Punkte. Ist nicht unbedingt besser.
schon ist viel wieder. Müssen wir schauen, was wir es hinten rauben, auch rauskriegen. Waffenstützpunkt der Franzosen, oder? Sollte jetzt auch für diese 450 Punkte reichen. Jawohl, 450 Punkte haben wir. Okay, test complete and that was a very good job indeed. We got a lot of valuable information out of that. Ich weiß nur, wie die schnelle Runde dann funktioniert hier. Weil da habe ich dann keine Angaben mehr. Sollte ich vielleicht einmal leer fahren, oder? Bevor wir reinfahren in die Box. Ja, ich komme aus der Runde rein. Oh, hier ist die Kurve. Shit. Das ist der Kurs ja dann schon ätzend, weißt du? Wir werden dieses Jahr noch einen Kurs haben, der noch ätzender wird, und das ist Silverstone. So. So. Qualifying Tempo. Let's test. Fliegende Runde, auf geht's. Just give it everything. In this test, we want to make sure we can lap close to our rival's pace. Jetzt auf die Gerade geht, dann ist es natürlich für einen Porsche super. Dürfen so die Gerade vorne nicht verpassen. Also die den Abknick, das Abknicken der Gerade, bevor wir hier geradeaus drüber fahren. Der letzte Teil der Strecke taugt uns eigentlich wieder ganz gut. Die Frage ist aber der erste Teil. Wie gut sind wir auf dem ersten Teil der Strecke? Wie gesagt, da haben wir schon festgestellt, dass so. Was? Wo haben wir denn die Schreckbegrenzung jetzt übergeschritten? Oh mein Gott. Sind wir uns zu früh abgebogen? Nein, wir sind hier abgebogen, oder? Hä? Ok,
okay? This is a quali-sim. We've estimated the times our closest rivals will be doing, so that's what we need to beat. Da können wir uns auf jeden Fall mit der anderen schon mal messen, das ist ein Fakt. Aber da sagt er nichts zum Überschreiten der Begrenzung, weißt du? Beim anderen. Und da, oh nö. I don't care. Bist an allen vier Reifen neben der Strecke, aber I don't care. Jawohl. Jetzt habe ich den Stewards nichts angetan. Läuft ganz gut. Right, that's the end of the program. Box this lap so we can analyze the data. Box this lap. So. Das ist doch mal ein schönes Thumbnail, oder? Das ist mal was anderes. Jawohl. So. Drück in die Garage. Es wird Zeit, noch einmal einen Blick auf die drei Bestplatzierten zu werfen. Schumacher, Bottas und Daniel Ricciardo. Das war's. Das Training ist offiziell beendet. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Warum müssen wir schon mal hervorheben, dass Renault hier auf 5 und 8 gefahren ist. Schneller als die Ferraris. McLaren auf 11 und 12. Red Bull nur auf 13, 14. Nick de Vries im Haas geht aktuell ab wie Schmidts Katze. Und die BWT ist auf 9 und 17. Das ist wieder so... Zwei verschiedene Enden, weißt du? Zwei verschiedene Enden. Der eine fährt überdurchschnittlich gut für sein Rating und der andere fährt überdurchschnittlich unter seinem Niveau. Mal gucken, was das jetzt wird im Qualifying. Bin noch aufs Rennen gespannt. Wie gesagt, man braucht so ein bisschen Zeit, dass man wieder reinfindet und die Strecke wieder kennt. Aber wenn man dann drin ist, geht's eigentlich. Kann nur sein, dass, wie gesagt, Silverstone hat ein paar Kurven, die überhaupt nicht fahrbar sind eigentlich mit dem Controller. Deswegen kann es durchaus sein, dass wir Silverstone mit Bahrain wieder wechseln. Und je nachdem, welcher Fahrer zukünftig mitfährt, wenn dann natürlich dann ein Chinese mitfährt, könnte es sein, dass wir auch wieder in China fahren. So. Das Qualifying. Abgeschlossen. Geht es natürlich jetzt wieder an die nächsten Updates. Was können wir noch verbessern? Was können wir noch rausholen aus dem Auto?
uns das anschauen. Dann sehen wir relativ schnell, dass wir eigentlich viele Updates schon gemacht haben. Wir könnten den Antrieb fertig machen. Wir könnten hier auf 2 gehen. Ne, wir haben nur 1100 Punkte. Ah, sieh, wir können nichts machen. Genau. So, passt. Jetzt würde mich trotzdem interessieren, wo wir da sind. Da sind wir gut vorne. Da sind wir meilenweit vorne. Also was Chassis angeht, das ist überdimensional gut. Und da sind wir halt ein bisschen hinter Ferrari. Aber wie gesagt, mein Gott, man kann nicht überall Erster sein. Ja, Leistungsvergleich kam jetzt nicht so viel von Kanada auf Frankreich bei uns. Die anderen haben stetig entwickelt. Aber ja, Qualifying, auf geht's! Schauen wir mal, dass wir hier auf Pole Position landen. Oder zumindest in den ersten 4, damit wir eine gute Ausgangslage für morgen haben. Um Valtteri weiterhin davon zu fahren. Ready to jump out if you get too hot in there. There's a problem with the cooling system, and it's going to take us a few minutes to correct it. Uns 30212, Bottas 129241. Hamilton fährt da rein. So, da müssen wir jetzt rausfahren. Wie gesagt, das ist jetzt das, was wir schauen müssen, dass wir jetzt wieder hinkriegen. Ist natürlich wieder dumm, dass es wieder ein Problem gibt im Qualifying. Das hat uns das letzte Mal in Spanien ein bisschen was gekostet. Da kam dann natürlich noch unsere Kackrunde dazu, die wir richtig verschissen haben. Na gut, erwischt jetzt. So, auf geht's. Der ist an. Vollgas. Ein weiteres Auto ist mit uns draußen. Sind mehrere mit uns draußen. Haben wir noch ein bisschen. Schnellste Zeit. Trotz Fehler. Nur neunter. Das ist genau das, was ich gesagt habe. Das ist punktgenau das, was ich gesagt habe. Wir müssen es nochmal probieren. Ist das ein Mercedes vor uns? Ich glaube ja. Ja, es ist Daniel Ricciardo vor uns. Platz lassen zu Danny. Wir sollten innerhalb von 18 Sekunden noch mal über die Linie kommen. So dass wir die Zeit noch mal testen können. Jawohl. Wir sind wahrscheinlich mit den letzten.
Danny geht vom Gas runter. Das ist schlecht. Das ist natürlich genau das, was ich nicht will, dass Danny hier vom Gas runter geht. Das heißt nämlich, der ist fertig. Antoine Hubert auf 9. Vettel nur auf 11. Steht er noch voll auf dem Gas? Blockiert uns halt wieder, weißt du? Muss halt auch nicht sein. Muss halt auch nicht sein, was Norris da macht. Wir sind die letzten, die über die Linie gehen. Das geht auf jeden Fall nochmal nach vorne. Ich weiß aber nicht, wie weit. Platz 3. Mit der letzten Runde. Das ist natürlich auch glücklich. Aber wie gesagt, das muss halt auch nicht sein, was Norris da macht, dass er dann sagt, okay, ich bleibe jetzt hier einfach auf dem Gas und bleib dir einfach im Weg. Das Qualifying ist beendet und wir werfen noch einmal einen Blick auf unsere Top 3. Bottas, Hamilton und Schumacher. Fürs Erste verabschiede ich mich von Ihnen, aber richtig los geht es ja ohnehin erst morgen. Seien Sie auf jeden Fall mit dabei, wenn es ums Eingemachte geht. Respekt, Stroll auf 6, Verstappen 7, Ocon auf 8, Vettel auf 9, Albon auf 10, Hubert auf 11, Gasly nur auf 15. Aber erfolgreiches Qualifying eigentlich für die Franzosen. 8, 11, Renault das Team auch 8, 11 und natürlich dann Gasly noch auf 15. Leclerc natürlich auf 4, der Monegasse. Das ist natürlich Bombe. Aber ja, so endet das kurze Qualifying. Das ist auch schon mal eine gute Ausgangsposition für morgen. So. Okay, das nennt sich wohl erfolgreiches Qualifying. Damit haben wir im Rennen eine gute Chance. Genau, ich bedanke mich fürs Zuschauen, sagt Ciao und V. Wir sehen uns morgen wieder zum Rennen hier in Frankreich. Bis dahin, Ciao und V.